Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations 2. Wir sind immer noch hier mit Claire Redfield und Maura Burton hier im Knast und versuchen immer noch einen Ausweg zu finden. Und hier ist irgendwo. Ja. Aber wir brauchen ein Zahnrad, okay. Ja, fucking Technology. Gefangenlagerkarte, okay, gut. Nehme ich gerne mit. Oh, okay, das ist wie bei Resident Evil 5, die mit dem Kartensymbol. Das sieht aber nicht aus, als wäre das ganz schön nett. Irgendwann geht das wahrscheinlich an. Das sieht aus nach etwas, was ich Angst haben sollte. Ne? War das ein Buch? Oh ja, sehr geil. Da ist es. Ich habe es daran gefunden. Dann gehen wir da doch mal rein. Ja. Look at this machine. There's something stuck in it. It's not working. Yeah. The power must be off. Maybe there's a switch. Verbandmittel? Was kann ich damit machen? Benutzen. Stopp Blutungen und heilt Wunden auch vom Partner benutzbar. Okay. Waffen upgraden. Oh, super. Das mag ich gar nicht, sowas. Teilebox. Warte, in welchem Teil war das? Das war doch sogar in Revelations, okay? Ja, stimmt, das war in Revelations 1. Auch sowas, und das mochte ich gar nicht. Ich mag es nicht, meine Waffen abzu... Was? Zum Fick? Da oben ist abgeschlossen, dafür brauchen wir eine Stromzufuhr und, Moira, I'll give you a boost. Ah! Okay. Sehr nice. Schon ihr seid ein wundervolles Team. Lalalala. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Ich kann ja... Ich glaube, man konnte die Gegner blenden. Okay, man hat aber nur ein Limit dafür. Was? Einige Kisten müssen erst aufgeschlossen werden. Bewegen Sie den Cursor, um den Entriegelungspunkt zu finden. Die Position des... Der Farbe des Cursors und der Vibration des Controllers. Und Sie erhalten einen Hinweis, aber nur bei der ersten Kiste. Die Position des Entriegelungspunkts können Sie anhand der Farbe des Cursors und der Vibration des Was? Was ist das? Müssen erst aufgeschlossen werden. Bewegen Sie den Cursor. Ich kann den Cursor nicht bewegen. Ach doch, kann ich. Aber wo soll ich das jetzt machen? Hä? Farbe des Cursors? Jetzt? Nein. Vibration? Ja! Manchmal gibt es mehrere Nein! Okay, also man muss immer darauf achten, wenn man da auf die beiden Knöpfe gedrückt hält, ob das auch eine gute Vibration gibt. Nein. Nein. Ja. Okay. Pistole, ja, das kann ich wahrscheinlich dann bei der Pistole upgraden da an den Tisch. Yay! Aber erstmal will ich Claire das da geben. Das Munition. ja, warte ich schnell mal. Ach, das habe ich gar. Ah, hä? Moment mal, kann ich das jetzt hier einfach so upgraden? Schadenstufe 1. Wo mache ich das jetzt? Mal Feuerkraft. Ich mach's mal darauf, oder? Ja. Ja. Weil die Schrot hat eh schon eine gute Feuerkraft. Also im Gegensatz zu der Pistole. Und deswegen. Und jetzt kann ich wenigstens wieder hier. Und aus dem mit der Pistole habe ich sehr viel Schuss. Da kann ich auf jeden Fall dann gut austeilen. Und mit der Schrot eigentlich.
Ja, mit der Schrot auch. Die habe ich halt ein bisschen. Ja, vielleicht dein Vater, Barry. Hm. Okay, gut, da wollte ich sowieso nicht rein. Ich auch. Let's not get ahead of ourselves. Schei doch nicht so. Du lockst die. Was hat denn der hier drinnen gemacht? Da ist ja nicht mal was drin. Das ist ja ein toller Knast, ey. Da ist wenigstens was drin. Boah, hier bekomme ich so richtige Silent Hill Vibes wegen dem Toluca Prison. Fehlt nur noch, dass es hier 1000 Meter unter der Erde ist. Dann wäre es perfekt. Oh! Warum sind die so schnell? Das war knapp. Okay, hier geht's runter. Wie die Hunde aus dem ersten Teil. Lebt der noch? Ich weiß nicht, lösen die sich auf oder bleiben die da einfach liegen? Ich bin mir nicht sicher. In 5 und 6 lösen sie sich ja auf. Und dann weiß man, okay, tot. Ah, schon wieder so eine Kiste. Nein. Scheiße. Ich dachte, das wäre richtig. Ich glaube, das muss orange immer sein. Nein. Nein. Ja. Sehr nice. Was ist da drin? Teilebox, okay. Jetzt wieder auf Claire wechseln. Warte. Explosive. Nicht schlecht. Warte, L1 und R2. Okay, wie eine Granate also. Gut, damit komme ich klar. Ja, dann gehen wir mal runter. Was ist das denn? Da war so ein großer. Der schluckt. Oder? Oh, sehr schön. Okay. Ich habe voll Angst, dass die Scheiße hier angeht. Das könnte gefährlich enden, aber sowas von. Ach, die haben ja voll Munition gefressen, die Großen. Und anscheinend, ich weiß nicht mal, hat die Flasche überhaupt getroffen? Ich habe es halt nicht gesehen. Oh. Was, dicker Schlüssel. Für was kann ich. Oh, der wird auf der Karte markiert, wo ich das. Wieso läuft hier schon wieder Musik? Ist hier wieder was? Achso, ja, einfach den Weg lang, wo ich noch nicht war. Doch, da war ich doch schon. Warte mal. Nö, jetzt gucke ich hier mich erstmal rum. Wahrscheinlich kommt hier eh gleich eine Tür, die abgeschlossen ist. Wo zum Fick bin ich? Scheiße. Nicht, dass ich mich jetzt Hier komme ich doch. Im Ernst? Ich bin hier doch gerade hergekommen. Hä? Moment. Hä? Was passiert hier? Bin ich hier gerade nicht her? Oh mein Gott. Ja, ich bin auch so schlau. Ja, natürlich. Hier lang einfach. Oh, ich bin so dumm. Ja, hier geht's lang. Warte mal, was ist aber hier noch? Ja, na klar komme ich daher. Woher denn sonst? Oh, okay. Haben wir das auch geklärt? Das führt einfach nur wieder zurück. Aber ja, haben wir immerhin hier wieder einen Ausweg. Was zum. Of course they're.
What the fuck? Woher kommt das? Machen die mir überhaupt Schaden oder töte ich die gerade einfach nur aus Prinzip? Ich glaube, ich töte die gerade nur aus Prinzip. Muss ich da runter? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich... Verpiss dich, die machen mir Schaden. Ach, ich kann dir hier hochhelfen. Ja, viel Spaß, Kleider unten, ne? Aber die macht aber schon von alleine, also die kämpft, die schießt doch wirklich von alleine, hoffentlich, weil sonst... Warte, wenn ihr Partner bewegungsunfähig wird, während sie von ihm getrennt sind, wird das Spiel Game Over. Das Partnersymbol wird angezeigt, wenn sie Partner getrennt sind. Das Partnersymbol wird im Tod, wenn der Partner kaum noch Gesundheit hat. Das Partnersymbol zeigt sich an, blablabla. Wenn sie den Charakter nicht wechseln können. Sie können ihren Partner einfache Befehle geben, folgen und warten. Okay. Ja, hoffentlich, die hat eine Knarre, komm. Das kann ja nicht so schwer sein. Warte, blenden sie den Gegner, indem sie L2 die Taschenlampe auf die Augen des Gegners richten, wodurch sie... Oh, sehr gut. Ja. Wie? Hier. Hoch. Ja, komm auch. Was macht die? Oh my God. Are you okay? Bestens. Yeah. That was almost a Claire sandwich. Nein. Barry told everyone that story. Well, at least we got power. That should help. Claire Sandwich. Für die, wo es nicht checken, in dem ersten Teil hat Barry diesen Meme gemacht mit Chill Sandwich, weil die Synchro das so schlecht war, wurde es irgendwie zum Meme. Ja. Und der wird hier anscheinend weiter erzählt als Claire Sandwich. Okay. Gut, können sie ja gerne machen. Was war das? Oh, ich muss es gedrückt halten. Nein. Nein! Fuck! Alter! Das war knapp! Es ist vor allem so fies, dass man das gedrückt halten muss. Nicht einfach mit einem Knopfdruck ist es getan. Nein. Muss ich jetzt eigentlich lang. Machst du einfach wieder zurück, ne? Ja, da brauchte man doch da den Strom. War das jetzt nochmal? Was soll ich, hätte auch den anderen Weg nehmen können? Egal, hier unten ist es. Ja, genau. Okay, perfekt. Können wir das hier direkt aktivieren? Dann bekommen wir da dieses Zahnrad und das können wir da benutzen. Ja, dann gib mal her, das gute Stück. Danke. Wo ist Mora? Wo ist die? Ach, da. Alter. Krank. Einfach nur krank, aber wer? Also, ja, jetzt sagt nicht Umbrella. Ich glaube nicht, dass es Umbrella ist. Ich hasse das. Oh nö, ist klar. Ja, ist klar. Mhm. Ach du Scheiße. Was mache ich hier gerade? Ach, kann ich das umdrehen? Ja, dreh! Ho! Was ist das? Oh, Scheiße, das hat voll durchs Feuer jetzt. Hier ist was für Mora. Komm schon! Oh, das dauert so ewig lange, gell?
Darf kein Monster hier reinkommen, Claire? Ja! Nein, nein, nicht nachladen! Nix gut nachladen. Ja, macht ihr es auf? Oh. War das noch ein zweites? Das habe ich nicht gesehen. Komm schon, Mora. Schaffst es? Komm schon. Sehr schön. Ja, und soweit habe ich es, glaube ich, gespielt. Und dann da draußen habe ich dann aufgehört, irgendwie. Glaube ich. Ja. Ja. In einem Wald. With these stupid bracelets. Who are you? I want answers. I am the overseer. Fear requires an audience and a conductor. Overseer. You must go to the Vossic, where life begins. What do you want from us? Nice. Real nice. Mhm. Aber sowas von, ne? Claire, look! Over there! Whoa. A radio tower. Maybe we can send an SOS. Vor allem, wo sind wir? Wohin wurden wir verschleppt? Passiert doch gleich, Junge. Jetzt echt? Oh nö! Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Listen, yeah. I'm really sorry. I don't know what I got you mixed up in. Mary will never forgive me. This isn't your fault. Also, Barry can kiss my ass. The guy bitches and moans and granny swears about everything. Das ist dein Vater. Naja, Barry war manchmal... Ja, der war halt manchmal, der hat halt manchmal so getan, als wäre er auf der bösen Seite. Oder nee, er hat nicht so getan, er wurde von Wesker gezwungen, aber er war doch ganz nett. Deswegen bin ich auch froh, dass der hier wieder da ist. Gut, 20 Schuss. Sehr schön. Ich möchte das hier jetzt einfach aufschlagen. Ah. So? No. It's dead. You stay here. I'm gonna go check it out. Okay. Will die da jetzt echt hochklettern? My name is Moira Burton.
eine Insel. Und ja, und hier würde ich auch wieder sagen, das war's mit dem Part von Resident Evil Revelations 2. Und ciao.